An meinen Admin noch, wenn er fertig ist, kann er es ja so klicken, dass ich unser Bild sehe, dass ich weiß, was sie so treiben. Okay, also was mache ich? Ich sammle historische Handschriften und werte die aus. Das mache ich schon seit 2011 und habe jetzt eben im Oktober, Herbst letzten Jahres damit angefangen, das Ganze zu streamen und aus den Handschriften vorzulesen. Wie bist du dazu überhaupt gekommen? Also das Interesse hatte ich schon immer. Also es gibt so eine Geschichte, die beide Omas von mir immer erzählen, wenn ich bei denen übernachten durfte als Kind. Da wollte ich beim Einschlafen immer Geschichten von früher hören. Keine Märchen, nur echte Geschichten, die wirklich passiert sind. Und dann habe ich halt, das waren alles Kriegskinder, immer die Kriegsgeschichten erzählt bekommen. Und das war total faszinierend für mich, immer so diese Reise in die Vergangenheit. Ich habe auch gerne immer Fotoalben angeguckt und allgemein haben mich alte Dinge schon immer interessiert. Als Kind habe ich auch so Indiana Jones gern geguckt und so. Da war das Thema immer vorhanden. Und woher das rührt, weiß ich nicht, ist einfach in mir drin. Und so ein allgemeines kulturelles, geschichtliches Interesse war schon immer da. Und 2001 wollte ich meine eigene Handschrift ein bisschen verschönern. Da habe ich gerade Ausbildung gemacht, da war ich so 16, 17 und habe daran gedacht, dass ja ein Großvater von mir einen schönen Schwung in der Handschrift hat und habe gedacht, naja, das gibt doch die alte deutsche Schrift, daher wird es sicher kommen und habe mich mit der Schriftart beschäftigt, habe mir die ein bisschen beigebracht, um da ein paar Skills rauszuholen, um die eigene Handschrift zu verschönern und war ganz angetan von der Schrift und habe mir das dann beigebracht, ohne mit alten Handschriften mich viel zu beschäftigen. Das ging einfach nur um die Schönheit der Schrift. Und nachdem die Wirtschaftskrise 2008 war, habe ich dann überlegt, wie kann man das wenige Geld, was ich da so ein bisschen angespart hatte, in Sachgüter ein bisschen investieren, damit es bleibende Werte sind. Und habe mitgekriegt, dass chinesische Briefmarken in der Zeit total im Wert gestiegen sind. Briefmarken sind sonst alle in den Keller gegangen vom Wert her. Und habe dann daran gedacht, dass ich ja als Kind Briefmarken gesammelt habe. Habe dann die alte Briefmarkensammlung geholt aus dem Elternhaus und habe mich ein bisschen damit beschäftigt, habe gemerkt, dass ich nichts Besonderes hatte, habe aber witzigerweise bei eBay mal was ersteigert mit Briefmarken, wo auch Briefe dabei waren, mit Briefinhalten und habe gemerkt, dass die Briefinhalte viel spannender sind als die Marken, die draufkleben. Das waren direkt schon Briefe aus dem Zweiten Weltkrieg von einem Soldat und ich war total geflasht, weil ich mir gedacht habe, das sind Zeitzeugnisse. Also diese Schilderung, die da jetzt drin steht, die gibt es nur hier, wenn es vorher noch nicht ausgewertet wurde. Und ich jetzt diesen Brief wegschmeiße, ist diese Schilderung für immer vernichtet. Und mir war klar, dass das ja in jeder Familie oder in fast jeder Familie liegen solche Dokumente. Und dann hat es mich gepackt, dann habe ich das Sammeln angefangen und dann auch das Handeln, um das Ganze zu refinanzieren und habe da auch ein Standbein draus gemacht, ein wirtschaftliches, also Selbstständigkeit. So, bist du Historiker oder? Nee, ich bin eigentlich total ungebildet. Katastrophale Schulkarriere. Und dann habe ich Kaufmann im Einzelhandel gelernt. Und es war schon immer so, dass was mich nicht interessiert hat, ging nicht in meinen Kopf rein. Aber wo ich Feuer und Flamme für war, da war ich dann tausendprozentig dabei. Und das war in dem Fall dann auch der Fall. Und entsprechend ist es abgegangen, die letzten 10 Jahre. Deswegen, als ich deinen Kanal gesehen hatte, da hatte ich hundertprozentig gedacht, du wärst Historiker. Ich hätte Ja, mir nicht denken vorstellen können, dass viele. man anderweitig auf so ein Hobby kommt. Ja, deswegen, ich habe da jetzt in historischer Sicht kein Fachgebiet, wo ich mich wirklich hundertprozentig auskenne. Ich weiß natürlich einiges über alle möglichen Eckpunkte, aber ich bin jetzt nirgendwo so ganz tief im Thema drin. Kommt halt immer drauf an. Aber ich bin jetzt nirgendwo studiert oder so. Du hast die letzten 10 Jahre durchgängig immer mehr Briefe angesammelt. Genau, also 2000, ich war ja bis 2018 mit meinem Büro noch in München. Und 2016 wurde ich vom Münchner Radiosender Radio Gong als der größte Sammler Münchens gekürt, mit einer Sammlung von über 1 Million Briefe. Die haben wir damals nicht gezählt, aber ich habe in der Zeit von 2011 bis 2014 16.000 Briefe katalogisiert gehabt. Mein erster Gedanke war, dass ich ein großes Archiv mache, wo dann auch Forscher, Wissenschaftler, Heimatforscher und Familienforscher sich Kopien bei mir bestellen können sozusagen. Und da wollte ich halt die Sachen katalogisieren. Und da wusste ich halt, wie viel 16.000 sind und habe dann mal hochgerechnet, wie viel der Rest ungefähr ist und bin dann auf locker über 1 Million gekommen. Und es ist noch weiter angewachsen seitdem. Das heißt, du hast über 1 Million Briefe bei dir liegen Ja, quasi. ja. Kannst du abschätzen, wie lange es dauert, die komplett durchzuarbeiten? Viele Leben. Also mir wurde halt schnell klar mit diesen 16.000. Ich habe da eine Zeit lang jeden Tag, wenn es gut lief, 20 bis 30 Briefe katalogisiert, also gar nicht komplett abgetippt, sondern nur grob durchgeguckt und die wichtigsten Stichpunkte rausgesucht, wenn halt
was weiß ich, Lebensmittelkarten oder Erschießungen oder so harte Worte oder halt relevante Worte drin vorkommen. Die habe ich halt rausgetippt, damit ich halt so schlagwortmäßig die Briefe zuordnen kann. Und da habe ich halt schnell gemerkt, ja, 20, 30 das Stück und dann kriege ich am Tag einen Karton rein mit ein paar hundert. Also dann komme ich einfach nicht hinterher. Das war mir schnell klar, dass ich das Ziel aufgeben muss, dass ich alleine das in meiner Lebenszeit schaffe, auszuwerten. Und bin da jetzt ein bisschen entspannter. Das hat mich damals ganz schön gewurmt erstmal. Aber du versuchst so viele auszuwerten, wie du kannst. Jetzt nicht mehr. Also mir fehlt auch die Zeit. Ich habe halt Familie, ich habe diverse Standbeine, muss natürlich meinen Lebensunterhalt reinkriegen. Und deswegen finde ich die Streams ganz gut, weil ich hier dazu komme, in Ruhe die Sachen ein bisschen zu lesen mit den Leuten. Weil ich sortiere und wühle mich durch die Sachen durch und denke mir so oft, Mensch, das könnte ich mal lesen oder das sollte ich mal lesen, aber ich komme dann oft nicht dazu. Deswegen sind die Streams jetzt eigentlich ganz praktisch. Ich habe die letzten 2, 3 Jahre die ersten 2 Bücher veröffentlicht, wo ich mich mal ganz intensiv mit einem Thema jeweils dann beschäftigt habe. Das war auch ganz schön. Aber mir ist klar, ich kann bei der Masse nur an der Oberfläche kratzen. Wie heißen die Bücher? Das erste Buch, Moment, ich habe es auch hier liegen. Fritz Brand, König Ludwig II. Und der Pfauenwagen. Da habe ich die Lebenserinnerung von dem Weggefährten vom König Ludwig II. Veröffentlicht. Die sind in einem Berliner Nachlass aufgetaucht vor 2 Jahren und waren bei der Haushaltsauflösung schon in Mülltüten drin. Und ich war bei König-Ludwig-Tagungen letztes Jahr, wo Experten mir wirklich versichert haben, dass so etwas zum König Ludwig noch nie aufgetaucht ist. Und wenn man sich halt vorstellt, dass wenn es ein bisschen anders gelaufen wäre, wäre es im Müll gelandet. Und das ist eine schlimme Vorstellung. Und sowas passiert täglich. Mein zweites Buch heißt Ein Jahr im Leben des Felix von Müller. Homosexualität im jungen Kaiserreich 1877. Da geht es um den jungen Studenten, der homosexuell war und das in sein Tagebuch mit einge hat einfließen lassen und Zeitzeugnisse aus dem 19. Jahrhundert oder früher auch zum Thema Homosexualität sind halt ganz, ganz selten. Und da habe ich auch mit der Uni Heidelberg korrespondiert und die haben ja auch gesagt, die haben aus der Zeit überhaupt nichts zu dem Thema. Das geht ab den 20er Jahren los, dass sie da Wissenschaftler haben, die da Material haben oder gefunden haben oder NS-Zeit ist da ganz viel am Start. Aber aus der Zeit vorher gibt es da fast nichts. Vor allem, wenn es was gab, haben dann die Nachkommen oder so sowas schnell vernichtet, weil das halt verpönt war. Und das waren zwei ganz spannende Themen. Und das erste Buch mit dem König Ludwig hat sich einigermaßen verkauft. Und mein zweites Buch dachte ich mir eigentlich, weil es ja so ein großes aktuelles Thema ist, das wird durch die Decke gehen, da werden alle drüber berichten, aber da war dann Flaute. Also das habe ich nur im ganz kleinen Rahmen bisher ein bisschen an den Mann kriegen können. Okay, das ist krass. Ja, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Das Gute ist, es sind ja zeitlose Themen, die kann man ja auch in 20 Jahren immer noch vertreiben. Von daher schauen wir mal. Also bei König Ludwig, das ist jetzt der Bayernkönig, oder? Genau, der das Schloss Neuschwanstein erbaut hat. Und hier ist die Oper von München drauf, weil der Fritz Brand war Bühnentechniker und der hat unter anderem von den Richard-Wagner-Premieren Rheingold und Walküre die Bühnentechnik gemacht, als die Opernpremieren waren im 19. Jahrhundert. Und der König Ludwig war ja großer Opernfreund und Wagner-Fan. Und der wollte dann vom Fritz Brandt, weil der halt mit Bühnentechnik sich auskannte, einen Pfauenwagen gebaut bekommen, einen fliegenden, obwohl die Flugzeuge noch nicht mal erfunden waren. Und da war er sehr visionär, was so Geschichten anging. Und da hatte er auch einen Schlitten, wo schon eine Batterie drin war mit einer Glühbirne, wo Glühbirnen gerade mal ganz frisch erfunden waren. Mit dem Schlitten ist er dann durch die Nacht gefahren. Und mit diesem Pfauenwagen wollte er zum sein im Bau begriffenen Schloss Neuschwanstein hochfliegen können. Und das hat der Bühnentechniker halt nicht umsetzen können. Der wollte das dann mit einem Ballon und einer Gondel lösen. Und dann gab es Intrigen und Leute, die gemerkt haben, das wird wieder eine teure Geschichte. Und da hat er immer Probleme gehabt, das Ganze zu finanzieren. Und dann wurde das, da wurde dafür gesorgt, dass das nicht weiter angegangen wird, das Projekt. Aber hochspannend. Und es gab halt ein paar Zeitzeugnisse. Das waren die Briefe zwischen König Ludwig und diesem Bühnentechniker. Die sind aus der Familie schon in den 70er Jahren in Auktionen gekommen. Das hat der Stadt Bayern gekauft. Und das war bisher die einzige Quelle dazu. Und die Lebenserinnerung, da sind jetzt noch einige weitere Details zu dieser Geschichte drin, die bisher komplett unbekannt waren. Da gibt es noch eine witzige Geschichte dazu vielleicht. Ja, bitte. Ja, ich wollte fragen,
ob da was Neues drin war, was man bisher noch nicht wusste. Ja, einiges, einiges. Also wie der König überhaupt auf die Idee kam, dass es ein Pfauenwagen sein sollte. Also er erklärt, dass der die Oper Oberon besucht hat, wo der Fritz Brandt auch schon so einen Pfauenwagen in der Oper eben auf der Bühne hatte, der fliegen konnte. Und dann ist der König nach einer Vorstellung dann in das Opernhaus reingegangen und hat den Fritz Brandt besucht und wollte diesen Bühnenpfauenwagen mit ihm zusammen ausprobieren. Und diese Story gab es gar nicht vorher, die war gar nicht bekannt. Und das sind viele solche Details, auch wie er dann überlegt hat, also der Fritz Brandt, wie man das Ganze dann eben technisch umsetzen kann, wie er dann überlegt hat, wie Kinderspielzeug funktioniert, was fliegen kann. Also Flugzeuge, so kleine oder so kleine Propellergeschichten und wie man das halt in großen irgendwie umsetzen könnte, was er halt überhaupt nicht hingekriegt hat. Und witzige Geschichte war, ich habe da dann, ich mache das im Eigenverlag, ich habe dann ISBN-Nummern mir geholt und bin da jetzt im Verzeichnis der lieferbaren Bücher. Das heißt, in jeder Buchhandlung kann man das Buch bestellen bei mir. Und wenn die das machen, kriege ich immer so Kürzel, die ich in der Rechnung mit angeben soll, damit die Buchläden zuordnen können, wer der Kunde ist. Und dann merke ich dann anhand des Kürzels manchmal, dass das jetzt zum Beispiel eine bestimmte Bibliothek ist oder so. Und bei einem Kürzel habe ich dann gemerkt, das ist das Sekretariat von Franz von Bayern. Und das ist ja der, also wenn Bayern noch eine Monarchie wäre, wäre er der König. Und dann habe ich erstmal geschluckt, weil ich habe mich ja rechtlich informiert, was kann ich da veröffentlichen, welche Bilder kann ich verwenden, wie ist da die Rechtslage, aber man weiß ja nie, nicht, dass es doch mal Ärger gibt. Und dann 3 Wochen später, nachdem ich das Buch rausgeschickt habe, hat sich das Sekretariat bei mir gemeldet. Und dann habe ich, als ich die Mail gesehen habe, auch erstmal geschluckt und habe gedacht, oh, jetzt gibt's Ärger vielleicht. Und dann haben sie schöne Grüße von seiner Majestät ausgerichtet und er möchte 50 Bücher bestellen, um sie zu Weihnachten zu verschenken. Und das war natürlich Wahnsinn. Und seitdem kann ich mich königlich bayerischer Hoflieferant nennen. Ja, also das klingt spannend. Ja, absolut. Und vor allem, es ist halt immer wieder eine Wundertüte und eine richtige Zeitreise vor allem. Also wenn ich was Neues anfasse, lande ich in einer ganz anderen Zeit, in ganz anderen Gegenden und kann ein bisschen in das Leben von den einzelnen Leuten reinsehen. Und dann nimmt man so ein bisschen die Ebene der Menschen der damaligen Zeit ein. Weil man so Geschichtsbücher, wenn man die liest, sind es halt oft trockene Fakten und das Weltgeschehen. Und so ist das alles ein bisschen greifbarer. Wenn man wirklich, also wenn ich gefragt werde, was ich sammle, da sage ich halt immer Erinnerungen, Erlebnisse, Gefühle. Und wann, wo gibt's das? Also nicht mal bei Filmaufnahmen kann man in die Gefühlswelt der Leute meistens eintauchen. Und wenn man ins 20. Jahrhundert zurückgeht, da kann man durch Filmaufnahmen und Audioaufnahmen vor allem viel erfahren. Aber wenn man ins 19. zurückgeht, da gibt's halt Fotografie, vielleicht auch Malerei oder so, aber dann wird's halt schon eng. Und da ist halt die Schrift und das geschriebene Wort wirklich das beste Fenster in diese Zeit hinein, wenn man die Leute verstehen möchte ein bisschen. Ist das meiste, was du hast aus dem 19. Jahrhundert? So 1890 bis 1950. Also Erster und Zweiter Weltkrieg ist natürlich sehr viel vorhanden, weil die Leute da ja wirklich täglich geschrieben haben. Und die Bildung auch so weit war, dass eigentlich jeder schreiben konnte. Also umso weiter man zurückgeht, umso mehr haben wir ja auch Analphabetismus und so Geschichten. Das war doch in Deutschland, vor allem in Preußen, das war doch schon im 18. Jahrhundert so, dass da der Großteil der Bevölkerung schreiben konnte. Ich glaube, das ging mit Friedrich den Großen los, dass der die Schulpflicht eingeführt hat. Und im 19. Jahrhundert konnten schon viele, viele schreiben und da merkt man auch die Unterschiede. Also gerade bei Feldpost und bei Auswandererbriefen, das sind die Leute, die dann schreiben mussten, die sonst nie geschrieben haben, weil die keine andere Möglichkeit hatten, dann ihren Eltern oder sowas zu schreiben, weil sie eben in Amerika waren zum Beispiel. Und da merkt man halt dann, wie schlecht die eben geschrieben haben und wie schlecht die Grammatik war. Und da war es schon sehr verbreitet, aber wie gesagt, erste Hälfte 20. Jahrhundert ist da natürlich die beste Zeit, was das angeht. Die Leute waren bildungstechnisch relativ weit, waren oft sehr belesen und so. Und da gab es eine große, große Briefkultur bis dahin auch noch. Und ich habe letztens mit dem Antiquitätenhändler gesprochen, der selbst sammelt und der sammelt Zeitzeugnisse von Kriegsgeschehen aus dem frühen 18. Jahrhundert. Und da meint er, wenn das halt Franzosen gegen Deutsche waren, dass man das eigentlich von einfachen Soldaten nur in französischen Quellen findet. Weil da eben, wie gesagt, frühes 18. Jahrhundert, das ist ja sogar noch vor dem alten Fritz, in Deutschland ist es halt ganz selten zu finden, dass da jemand aus der einfachen Bevölkerung schreiben konnte. Und wenn ich da was finde, sind es halt Adlige oder halt bessere Kaufleute oder sowas. Oder Theologen zum Beispiel. Ja.
Also, was sind denn die ältesten Schriftstücke, die du hast? Werde ich fast in jedem Stream gefragt. Das Älteste, was ich mal hatte, war ein Brief eines französischen Ritters aus dem Hundertjährigen Krieg aus dem 14. Jahrhundert. Das habe ich die letzten Male falsch gesagt, habe ich mal gesagt 13. Jahrhundert, aber das war 14. Jahrhundert. Und das war halt Altfranzösisch. Und ich kann weder Französisch noch Altfranzösisch. Und dann habe ich es irgendwann nach Belgien verkauft. Und das Älteste, was ich aktuell habe, ist aus der Zeit um 1500. Aber das ist kein privater Brief, sondern so eine Art Anklageschrift wegen häuslicher Gewalt, weil da ein Mann wohl Frau und Bedienstete schwer geschlagen hat. 1500, versteht man das schon, was da geschrieben ist? Da ist das Mittelhochdeutsche noch schon noch ein bisschen mit drin. Das heißt statt Frauen Frauen. Und da wird es dann schon hart. Also es wird auch teilweise später auch ist es auch schon hart. Also 19. Jahrhundert ist super zu verstehen. Und wir haben in meinen Streams die letzten Wochen schon immer mal wieder Liebesbriefe aus dem späten 18. Jahrhundert gelesen, 1798, 99. Und da ist halt ein Satz über eine Seite hinweg, so total verschachtelt. Also viele Worte drin, die man heute kaum noch kennt und ganz schwülstig geschrieben. Und das ist halt auch interessant, wie man dann durch diese alten Texte ein bisschen lernt, wie die Sprache sich entwickelt hat. Also die haben dann früher statt Eltern mit E, Eltern mit Ä geschrieben, weil das von die Älteren kommt zum Beispiel. Und das ist ganz interessant. Das sind Dinge, die man gar nicht auf dem Schirm hat, aber wenn man das dann so vor sich stehen hat, ist das sehr, sehr lehrreich. Und auch die ganz alte Rechtschreibung. Also wir hatten ja in den 90er Jahren unsere Rechtschreibreform und es gab ja um 1900 noch eine. Und da sind die THs weggefallen. Also Tor oder statt K, statt C. Die Ks, also Kassel oder Köln, die wurden ja früher mit C geschrieben. Und bei dem Tor mit dem TH, da muss ich immer ans Englische denken, wo ich mir denke, waren die Sprachen noch ein bisschen mehr beisammen, als im Deutschen das TH auch noch verbreiteter war. Und das ist immer total witzig und interessant. Würdest du sagen, die deutsche Sprache, die hat sich seit dem 18. Jahrhundert weiterentwickelt? Oder? Ich meine, du hast Ja, ja jetzt. wie man es nimmt. Also, sie ist einfacher geworden und das ist auch eine gewisse Weiterentwicklung. Aber dieses Komplizierte hat auch so schöne Facetten gehabt damals. Wie gesagt, vor allem hier 1799 und so. Da, wenn man das dann liest, da schmelzt man teilweise dahin, was für schöne Sätze das sind. Aber ja, deswegen, es kommt darauf an, wie man es sieht. Also, aber Einflüsse gab es ja immer. Also früher waren es ja die französischen Worte. Dann kam das Englische dazu. Und ja, also ist vereinfacht worden, die Sprache, sagen wir mal so. Ob es jetzt eine Weiterentwicklung ist, wenn es die einfacher ist, wahrscheinlich kann man es auch als Weiterentwicklung sehen. Ja. Du findest es schöner, du fandest es damals schöner als heute, Schöner quasi. auf jeden Fall, ja. Also wie gesagt, ich schmelze da regelmäßig dahin, wenn ich so sehe, wie kompliziert es auch ist, wie man auch nachdenken muss, um auch alles zu verstehen. Das ist, wie gesagt, das ist schwer, aber grandiose, man muss es erstmal verstehen können, ich sage mal so. Ich kenne das aus der Schule, wenn ich lateinische Texte übersetzen musste. Also da sind die Sätze auch immer so elendig lang gewesen. Da musste man, nachdem man die übersetzt hatte, nochmal darüber nachdenken, was habe ich da jetzt eigentlich übersetzt? Ja, Also sind die genau, weil vor Deutschen, allem ja. das Satz beginnt, Einschub, 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 und dann ist nochmal drei Worte und das ist das, was am Anfang gesagt wurde. Dann muss man erstmal verstehen, das bezieht sich darauf wieder. Also ganz, ganz krass. Das ist. Ja, ist sicherlich schöner, wenn die Sätze so schön lang sind. Ja, vor allem, die haben sich halt auch Mühe gegeben, das merkt man halt richtig. Also in meinem Chat wird dann auch immer geschrieben und das immer verglichen mit den WhatsApp-Nachrichten heute und so und Digger und so. Und man merkt halt, da war halt eine richtige Briefkultur. Die haben sich halt richtig Gedanken gemacht, was sollen oder wie formuliere ich das jetzt? Und da sind ganz sicher auch viel, viel mehr Wörter noch im Wortschatz gewesen, als es heute der Fall ist. Du hast ja Und gesagt, auch die. Kurz noch, und auch Bilder. Also viele Metaphern, die aus der Literatur herrühren, wo man die Literatur erstmal dazu kennen muss. Was bei denen dann, die haben es schon vorausgesetzt, weil das damals halt die gängige Literatur war wahrscheinlich. Und heute checkt man es dann erstmal nicht. Da muss man erstmal recherchieren. Und da ist gut, wenn ich einen Chat habe, weil da sind viele dabei, die mir dann helfen können.
Nehmen wir mal Ende des 19. Jahrhunderts. Welche Literatur war denn da angesagt? Oh, jetzt kommst du mit Fragen. Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Ja, was war im. Es gab viele, also natürlich die Klassiker, die heute auch noch Klassiker sind, mit Schiller und Goethe und Co. Man merkt es auch in Poesiealben. Also ich handle ja auch mit den alten Dokumenten und da merkt man auch in den Poesiealben, was jeweils ein bisschen angesagt ist. Ich habe jetzt nicht alles im Kopf, aber da ist es natürlich auch so, in der NS-Zeit werden da die Politiker zitiert. Und im späten 19. Jahrhundert sind halt so Leute wie Friedrich Rückert und so noch dabei oder Wieland und auch viele Schriftsteller, die halt damals eine gewisse Popularität hatten und dann vergessen wurden. Wo, da habe ich jetzt keinen im Kopf, aber ich von einem habe ich auch ein bisschen einen Nachlass da, aber da fällt mir auch der Name gerade nicht ein. Aber den kennt auch keiner. Also, und da gab es halt immer in jeder Zeit so ein bisschen populäre Leute, die dann nur in dieser Zeit halt ihre Relevanz hatten. Und dann gibt es natürlich immer die großen Klassiker. Und was viel gelesen wurde, sind dann auch französische Autoren, vor allem im 19. Jahrhundert. Da war das Französische halt so, wie halt im 20. Jahrhundert dann das Englische immer mehr aufkam. Ich meine, heute würde ja keiner mehr Bezug auf Schiller und Goethe nehmen, weil man keine Ahnung hat, ob der andere die Werke kennt. Also. Ja, eben, das kann man nicht mehr voraussetzen. Aber heute hat man halt auch andere Medien. Also früher hatten die ja nur Literatur, Theater, Konzerte und Handarbeit und Briefe schreiben und so. Und heute hat man ja viel mehr Medien und auch einen viel größeren Pool an Kunst. Also es gibt halt Leute, die interessieren sich halt nur für klassische Musik und andere interessieren sich halt dann nur für Rap oder was weiß ich. Und da gibt es halt so viele Dinge. Also es hieß ja auch, irgendein Lehrer hat mir das mal gesagt, dass es halt vor einigen 100 Jahren halt noch Universalgenies gab, die sich auf allen Gebieten auskannten. Aber es geht halt heute gar nicht mehr, weil es so viele Gebiete gibt, so nach dem Motto. Ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber so hat es mir mein Lehrer gesagt. Ja, ich habe auch mal gelesen in Deutschland, der letzte, das soll der Leibniz gewesen sein. Also, so, ja, was heißt Universalgenie, kann man natürlich immer überlegen, aber der in allen Wissensgebieten, die damals en vogue waren, überall auf dem neuesten Stand war. Ich glaube, das war auch der, der auch Tagebücher geschrieben hat, die so schwer zu lesen sind. Die werden, glaube ich, im Moment ausgewertet. Wenn das war das Leipzig, ich glaube schon. Leibniz, Leibniz. Entschuldigung, Leibniz, ja. Habe ich mal was gelesen vor 1, 2 Jahren. Ganz Das klein weiß ich nicht, das geschrieben weiß ich und nicht. ganz schlechte Hand, ganz schlimme Handschrift. Aber cool, ich finde es so witzig, dass wir gleichzeitig losgelegt haben mit Twitch. Warst du Ja, wir. vorher bei YouTube schon dabei? Ja, nee, ich hatte nicht auf Twitch angefangen zu streamen, sondern auf YouTube. Also mit dem Anfang, da meinte ich gerade YouTube. Ah, okay. Und Imp hat mich dann überredet, dass ich auch mal auf Twitch kommen soll. Und seit wann bist du dann auf Twitch? Oh Gott, wann habe ich denn hier den ersten Stream gemacht? Dezember letzten Jahres, glaube ich, oder November, ich weiß. Also kurz nachdem ich auf YouTube war, denn auf YouTube, da kann man auf ZDF-Videos nicht reagieren. Die Ja, die Copyright-Claim hauen haben da alles immer weg. weg. Ja. Auch die Retro-Sachen aus den 70er, 80ern, da haben sie jetzt eine eigene Abteilung, wo die alles wegballern. Ja, und bei Twitch, da passiert das dann halt nicht. Also das ist irgendwie ein bisschen lächerlich. Auch nicht im Archiv? Also hast du es als VOD online? Ich habe das als VOD online. Ah, okay, und da passiert nichts. Da haben Nee. sie Twitch noch nie auf dem Schirm. Nee, nee, ich hoffe, das kommt auch nicht. Das ist ja ein bisschen albern. Du reagierst ja auf einfach nur auf ganz normale Inhalte, die du ja vorher mit Gebührengeldern auch schon bezahlt hast. Und dann claimen die das weg. Vor allem, es ist ja nach deutschem Zitatrecht erlaubt, darauf zu reagieren. Also sonst wären ja 90% aller Reaktionsvideos schon weggeclaimt werden. Also. Ja, also ich interessiere mich ja für alte Sachen und ich habe 2010 auch, bevor ich mit den Handschriften angefangen habe, 2, 3 Jahre lang ganz intensiv alte Videokassetten gekauft und die Aufnahmen gerettet, digitalisiert. Und da komme ich jetzt durch die Handschriften gar nicht mehr dazu. Und es gibt auf YouTube einen, der heißt Retroversum, der macht das auch. Und der kauft vom allerersten Videosystem aus den frühen Mitte 70er Jahren Kassetten auf und rettet die Aufnahmen. Und das sind heute Sendungen vom ZDF drauf, aus den 70ern, die das ZDF nicht mehr hat, die bewusst gelöscht haben. Wieso Wo ich auch löschen die sage, die? ja, das war. Ist ein großer Lagerkosten-Aspekt. Das war auch in Radiostationen über viele Jahrzehnte immer so, dass die von vielen Sendungen nur die aufwendig produzierten Reportagen dann aufgehoben haben und das Alltagsprogramm haben die nicht mehr. Da gibt es auch noch einen anderen, der heißt Digi Andi.
Der hat ganz viel Kontakte zu Radiomenschen und digitalisiert denen ihr Audioarchiv, weil die Radiostationen das alles nicht mehr haben. Und Retroversum, wie gesagt, der rettet dann ZDF-Nachrichtensendungen aus den 70er Jahren, die das ZDF selbst nicht mehr hatten. Das ist ein Kulturgut. Und stellt es bei YouTube rein und es wird weggelöscht. Das ist schon hart. Warum, also die Öffentlich-Rechtlichen, die haben doch Mediatheken. Das wäre doch eigentlich kein großer Aufwand, alles, was sie da Ja, im Archiv haben, jetzt. alles, was sie haben, zu digitalisieren und für Ja. alle immer verfügbar zu machen. Ja, vor allem haben die ja auch über Jahrzehnte hinweg Mitschnittservices gehabt, wo man für sehr viel Geld die Sachen sich kopieren konnte. Und da hätte man sie dann direkt digital lassen können, schon mal als Vorarbeit für solche Mediatheken. Ich habe vor 15 Jahren mit einem Münchner Filmrechtehändler Kontakt gehabt. Ein bisschen habe ich immer noch mit dem Kontakt. Und er wollte die Fünf-Freunde-Serie aus England aus den 70er Jahren auf DVD rausbringen, was er auch selbst gemacht hat. Und der hatte sonst immer an Firmen verkauft, diese Rechte, dass die es rausbringen. Aber der wusste, wenn er das an Firmen verkauft, die bringen das recht lieblos raus. Und er wollte da was Schönes draus machen mit viel Bonusmaterial, mit einem Beiheft und so. Und dann wollte der, dass wenn man die DVD einlegt, die Ansagerin aus den 70er Jahren dann erscheint. Und sie sagt dann so: Ja, liebe Kinder, und jetzt kommt wieder eure Lieblingsserie und dann kommt das Menü. Und dann hat er beim ZDF angefragt, ob er so eine Ansagerin haben könnte für die DVD-Veröffentlichung, wo es halt dann fünf Freunde ansagt. Und dann hat das ZDF gesagt, das haben wir nicht mehr, das haben wir alles weggeschmissen. Zu hohe Lagerkosten. Also das heißt, wenn man da alte Videoaufnahmen hat aus den 70er, 80er Jahren, die Sender haben es nicht. Also, da sollen sie noch einmal sagen, die Öffentlich-Rechtlichen sparen nicht. Ja. Aber das war ja auch in England so der. Doctor Who ist eine große Kultserie und BBC, denen haben zwei, drei Folgen gefehlt im Archiv. Da gibt es ja auch mal so Archivbrände oder so, oder ist wird mal was unbrauchbar. Und dann haben die durch große Aufrufe in Zeitungen die fehlenden Folgen noch bei den Leuten kriegen können, die es dann in den 70er Jahren oder wann es war, aufgenommen hatten. Also Privatarchive, das ist auch wieder ein gutes Beispiel, sind wertvoll. Also nicht nur das, was die Leute geschrieben haben, sondern auch solche Aufnahmen. Es gab Thomas Gottschalk und Günther Jauch, bevor die ganz groß waren, hatten die in den 80er Jahren im Bayerischen Rundfunk eine Radiosendung, wo sie zusammen moderiert haben. Das war ganz beliebt und ganz großer Kult. Und das gibt es halt alles nicht im Sender, im Archiv. Die haben da 2 Minuten, wenn sie mal irgendwie ein Jubiläum haben oder wenn der Gottschalk stirbt, dass die mal kurz was zeigen können als Ausschnitt, aber mehr haben die nicht. Das ist schon traurig, so wie gesagt, so Ja. Kultur- und archivmäßig. So teuer wäre das doch nicht, dieses ganze Zeug zu nehmen, zu digitalisieren und dann hätte man auch die Ja, vor allem Lagerkosten nicht mehr. heute, klar, ja, aber das ist ja alles aus der Sicht der 80er, 90er und in der Zeit haben sie es ja weggeschmissen. Oder entsorgt. Deswegen, die hatten doch auf Tagesschau 24 immer diese Tagesschau von vor 25 Jahren. Die Die sind vorhanden, ja, aber ZDF nicht. Ach so, Ja, die haben da auch die noch, Tag. die haben da nicht mal einheitliche Regeln, wie sie damit verfahren. Weiß ja auch nicht, Tagesschau gibt es scheinbar, aber ZDF heute 70er Jahre nicht mehr. Das geht, ich weiß nicht, wann es losgeht, irgendwann in den 80er oder 90er. Und das haben sie dann im Archiv. Aber 70er Jahre sind alle weg. Und das ist halt RAF-Zeit und so. Also wie gesagt, das ist ja Kulturgut. Ja, vor allem ist ja bestimmt, also zum, jetzt gar nicht mal für Historiker, sondern einfach für Medienwissenschaftler, die schauen, wie haben sich die Medien entwickelt, wie war die Berichterstattung damals wie heute, wenn die jetzt gerade die Technik auswerten wollen, wäre das ja unglaublich wertvoll. Ja, eben, genau. Und dann gibt es halt einen, der rettet es tatsächlich und will es bei YouTube zur Verfügung stellen. Und anstatt dass das ZDF Danke sagt, wird es weggestrikt. Ja, das ist. Fällt mir nichts zu ein. Ich finde das allgemein absurd, dass die Öffentlich-Rechtlichen überhaupt Dinge wegstriken. Ich meine, die können ja froh sein, wenn die Leute ihre Sachen so gut finden, dass sie die irgendwo reuploaden. Wie gesagt, wir haben da sowieso schon mal für bezahlt. Warum sollen wir dann nochmal uns da an irgendein Copyright halten? Ich meine, das ist ja, der gehört ja mehr oder weniger uns, dieser Rundfunk. Sehe ich auch so. Naja, aber wie bist du denn auf die Idee gekommen, das hier auf Twitch zu machen? Ich meine, du hattest ja vorher schon einen YouTube-Kanal. Ja, ich habe schon immer Lust gehabt, in der Hinsicht was zu machen. Und ich habe, wie gesagt, 2011 begonnen, dann intensiv die Sachen zu sammeln, habe eine Webseite gemacht, dann schon geschriebene-geschichte.de und wollte das halt als Archiv nutzen, dass man
bei mir dann eben Kopien kaufen kann und so kann ich es dann eben refinanzieren. Und da habe ich schnell gemerkt, das klappt nicht so. Also es kamen fast keine Anfragen rein und ich war halt auch zu klein und habe auch noch nicht die Technik dazu gehabt. Und das ist halt eine Platzgeschichte dann auch irgendwann, wenn ich alles sammle. Also bräuchte ich ja ein Riesenarchiv. Deswegen habe ich mich dann irgendwann spezialisiert auf wirklich privat geschriebene Inhalte und das Weitere habe ich dann angefangen zu verkaufen, also dann Fotoalben, die jetzt keinen besonderen inhaltlichen Mehrwert für mich haben, Poesiealben, Ausweise, alte Aktien, da gibt es ja alles mögliche, Patente. Da habe ich auch erstmal, wo ich so alte Patente gefunden habe, habe ich dann auch erstmal geguckt, haben die Gültigkeit? Also habe ich jetzt das Patent, wenn ich die Urkunde dazu habe? Aber es ist ja dann alles ausgelaufen schon natürlich, aber ja. Man weiß ja nie, man kann sich ja mal informieren. Und habe dann zum Beispiel auch 2016, ich habe einen YouTube-Kanal dann aufgemacht, ich war ein bisschen auch in den Medien ab und zu schon, also im Bayerischen Rundfunk damit und so, und habe dann auch mal so einen Nachlasskarton mit der Videokamera ausgepackt und bei YouTube hochgeladen. Und es hat halt nach 6, 7, 8, 9 Jahren dann vielleicht 100 Aufrufe oder so. Und da habe ich schon immer gemerkt, es hat nicht so... Das interessiert nicht so viele Leute. Und hab dann... Der Algorithmus. Ja, genau. Aber es gibt halt hier Staatsbibliotheken, aber die haben halt wahrscheinlich auch nicht so gute Berater. Die haben Wahnsinnsvorträge, laden die hoch und dann haben die halt 5 Aufrufe nach einem Jahr. Wo ich mir denke, ey, das ist so ein krasser, spannender Inhalt und es wird überhaupt nicht angenommen. Aber die, wie gesagt, da müsste man halt mehr Marketing machen und das halt auch ein bisschen Clickbait-mäßiger vielleicht präsentieren. Ich habe ein gutes Beispiel aus einem anderen Bereich. Ja. Also Walter Oetsch, kennst du den? Nee. Ist nicht mal ein Ökonom. Ich weiß nicht, worüber der genau forscht, aber er hat einen guten Vortrag über die Geschichte des Neoliberalismus gehalten. Aha. Und die haben alle ein paar tausend Aufrufe nur. Weil den Kanal keiner kennt, weil das halt so total trockener Titel ist, so total du siehst halt einen Professor, der an der Tafel steht und das würden sich bestimmt mehr Leute angucken, wenn die da ein bisschen clickbaitigeren Titel genommen hätten und das etwas besser vermarktet hätten. Bei Rainer Mausfeld, ich weiß nicht, ob du von dem hast vielleicht... Den kenne ich, ja. Ja, ja, weil die Videos von dem sind relativ ähnlich. Der beschäftigt sich ja mit wie Medien funktionieren, hauptsächlich. Wie Medien und wie Meinungssteuerung in der Demokratie funktioniert. Der ist auch mal durch die Decke gegangen vor 2 Jahren oder so bei YouTube. Ja. Sein Vortrag heißt, warum schweigen die Lämmer? Und dann so ein total clickbaitiges Thumbnail und dann haben noch ein paar große Kanäle dafür Werbung gemacht. Also da sieht man auch schon wieder Algorithmus. Ja, eben, genau. Und das ist sehr, sehr ähnlich, was die erzählen. Die beziehen sich auch beide auf Walter Lippmann, was der so gemacht hat. Also das war ja der Vorsitzende der Krill Commission im Ersten Weltkrieg, der die US-Bevölkerung zum Krieg gegen Deutschland überzeugen sollte. Und dann war einer der ersten Neoliberalen, nachdem war ja das Kolloquium Walter Lippmann benannt. Also brauche ich jetzt nicht inhaltlich drauf eingehen. Aber zwei Leute, die so ziemlich inhaltlich dasselbe erzählen, aber der eine bisschen andere Aufmachung und ein paar andere Kanäle machen für die Werbung und dann hat er ein paar Millionen Aufrufe. Ja, also so krass ist das. Genau. Und für Twitch hatte ich schon auch immer Lust gehabt, aber eher zum Gaming auch, dass ich da mal zocke oder sowas. Bitte? Hast du das schon gemacht? Nee, noch nicht. Aber vielleicht mache ich es mal mit einem Zweitkanal. Aber jetzt möchte ich mich erstmal auf mein Hauptthema konzentrieren, weil ich ja auch merke, dass es jetzt wirklich gut nach vorne geht und ich immer wieder neue Leute abhole. Auf jeden Fall hatte ich das im Hinterkopf wegen Gaming und bei YouTube mit meinen alten Handschriften, das lief jetzt nicht so. Ich habe ab und zu mal was hochgeladen und 2018 war ich in München und da war die Hamburgerin, die müsste jetzt auch in meinem Chat sein, und die hat zu mir gesagt, ich sollte doch mal bei Twitch mit meinen alten Handschriften streamen. Da habe ich mir gedacht, ja, wäre schon cool, aber das interessiert ja keinen. Und habe das dann auch gar nicht weiter verfolgt. Und 2019 habe ich ja angefangen, mit dem Paddy Krötz Videos zu drehen. Ich weiß nicht, ob du den Paddy kennst, der ist auch bei Twitch jetzt. Genau, das ist ein alter Kindermoderator, der war 25 Jahre lang im Fernsehen bei Toko, Super RTL und bei Nickelodeon. Und da habe ich mit ihm angefangen, Videos zu drehen und es ging erst um Drehortvideos. Also so die Drehorte von bekannten Serien haben wir dann aufgesucht und nachgestellt. Meister Eder und sein Pumuckl, Derek und so. Ein Fall für zwei haben wir jetzt mit Geschichtsfenster zusammen letztes Jahr gemacht. Und weil das so gut lief, hat er dann mich immer gefragt, ob wir noch mehr zusammen machen könnten. Und irgendwann, weil er so Retro-Themen gemacht hat, auch für Massengeschmack TV, da hat er einen Kanal Paddys Retro-Kosmos, sind wir auf die Idee gekommen, alte Handschriften, ich habe ein riesen Archiv, habe viele Stories aus diesen Handschriften, da könnten wir doch auch mal Videos dazu machen und haben dann damit angefangen.
Und es kam relativ gut an. Die Videos werden jetzt nicht mördermäßig gut geklickt, aber der Paddy hat Spaß dran, ich habe Spaß dran und denen es gefällt, die feiern das. Und dann hat sich's ergeben, dass bei Massengeschmack die Abonnenten immer mal wieder gefordert haben, weil ich habe mit dem Paddy dann auch zusammen so Nachlasskartons ausgepackt. Das ist ja wie so eine Wundertüte. Wenn ich halt so einen Karton aufkaufe mit alten Papieren drin, weiß ich selbst nicht, was drin ist. In so einem Karton ist ja auch das Manuskript aufgetaucht vom König Ludwig, seinem Techniker. Und dann ist bei Massengeschmack sind die Stimmen lauter geworden, wir sollten das mal als Livestream machen. Irgendwie so ein 12-Stunden-Auspack-Stream oder sowas. Und dann hat sich ergeben, die haben immer so zu Weihnachten hin so einen Adventskalender, wo sie immer extra Wünsche des Publikums dann umsetzen, dass ich dann am 2. Dezember 23 war es, glaube ich, einen 12-Stunden-Auspack-Stream gemacht habe. Und das war halt vorher, schon 2 Monate vorher geklärt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich das dann machen möchte, möchte ich mich ja technisch mal ausprobieren, ob das auch alles funktioniert. Wie geht es mit 2 Kameras und so, dass die Leute auch sehen, was ich auspacke. Und der Paddy, den habe ich schon lange dazu getrieben, das muss live gehen, weil so viele Leute kennen ihn. Die Kinder von damals, wenn er 25 Jahre lang Kindermoderator war, alle bis 40 oder bis 35 oder viele haben ihn im Fernsehen gesehen als Kind und feiern ihn. Und da ist der Live-Moment, glaube ich, super, wenn er live geht und die Leute dann direkt mit ihm interagieren können. Und dann habe ich ihn endlich so weit gebracht, dann im September war das letzten Jahres, bei Twitch zu streamen. Und ich habe gesagt, gut, wenn du streamst und noch unsicher bist und wir noch nicht wissen, wie das läuft, kann ich mich ja als Audio-Sidekick dazuschalten und dann machen wir das zusammen. Und es lief ganz gut. Und da haben die Leute auch schon immer gesagt, ich soll doch auch streamen. Und da das mit diesem Adventskalender, mit diesem 12-Stunden-Auspack-Stream anstand, habe ich gedacht, das mache ich jetzt einfach mal, um technisch zu gucken, wie das alles funktioniert und ob ich das dann auch hinkriege bei diesem großen Event. Und das lief sofort bei Twitch mit mir oder mit meinem Inhalten super, dass ich direkt dran geblieben bin. Und jetzt muss ich gucken, weil ich mache es halt während meiner Arbeitszeit. Ich habe ja nicht so viele Zeitfenster. Ich habe jetzt keine 5 Stunden am Tag, die ich als Hobby nutzen kann, sondern wenn ich hier sitze wie jetzt, das ist meine Arbeitszeit und dann muss ich gucken, dass es auch auf Dauer nach oben geht, weil sonst muss ich reduzieren, weil sonst fehlt mir das Geld irgendwann natürlich. Aber es geht reichweitemäßig schwer nach oben und deswegen möchte ich da jetzt erstmal weiterhin volle Kraft vorangehen und dann mal gucken, wo es hinführt. Vor allem, ich merke halt schon, mit einer Community im Rücken kann man halt so Dinge wie eben Buchprojekte auch viel eher mal umsetzen, wenn ich dann mit denen irgendwie ein paar Sachen auf die Beine stelle oder Ideen sammle oder dann wir dann auch vielleicht Merchandise rausbringen oder so. Und das wird, glaube ich, ganz, ganz interessant, was da für Möglichkeiten dann auf einen zukommen. Ja, das. Also du hast jetzt, ich habe jetzt gerade nur mal geguckt, 1700 Follower in der gleichen Zeit wie ich. Ich habe in der Zeit 1000, die habe ich gerade eben erreicht. Also das ist, glaube ich, gut. Also ich weiß jetzt nicht, wie ich habe halt ein dankbares Thema, denke ich. Also ich werde halt von vielen geradet auch. Also ohne Raids würde es bei mir gar nicht so laufen. Also aus dem eigenen Stand kriege ich gar nicht so viel zu sagen. Also du hast ja 200 Leute schon live. Und ich schaffe aus dem eigenen Stand, wenn es gut läuft, mal knapp die 100. Und durch die Raids geht es dann bei mir nach oben. Ja, bei mir ist das bei Imbo und Proletopia. Die haben einen Teil ihrer Community, dadurch, dass sie mich geradet haben, dadurch, dass die meisten mich auch kennen, weil ich bei Proletopia und Imbo so häufig zu Gast war, ist halt ein kleiner Teil von deren Community zu mir rüber. Und wenn die beiden nicht live sind, dann habe ich 200 Zuschauer. Wenn die beiden das merke ich. Dann, ja, das 40, 50. Das merke ich immer, das ist immer so ein Mob und der geht dann zum nächsten Kanal, wenn der eine offline geht. Aber du hast mich recht früh auch geradet. Das war, glaube ich, auch im Dezember irgendwann. Du wurdest mir empfohlen von Zuschauern. Super, ja. Das ist super, das ist großartig. Und das passiert halt relativ oft. Und vor allem, weil ich bin im Moment gezwungen, nachts zu streamen, aber das ist, glaube ich, auch ganz dankbar vom Thema her. Das passt ganz gut zum Runterkommen, zum Nebenher laufen lassen. Und ich kriege dadurch halt dann auch eher ein paar Raids ab, weil dann viele offline gehen und dann nicht wissen, wohin, weil viele andere auch offline sind. Und dann heißt es halt immer, geh doch zu dem. Und da bin ich so die Reste-Rampe. Ich glaube, Twitch ist für viele wie Radio früher. Also es läuft einfach nebenbei und dann macht man irgendwas anderes. Und ich höre es von vielen, dass die das halt nebenher laufen lassen, weil ich lese halt dann viel, interagiere natürlich auch mit dem Chat. Es ist eher relativ ruhig, also ich schreie ja nicht groß rum oder so und dann viele nutzen das, wenn sie zocken nebenher noch nachts oder wenn sie was arbeiten. Einer hat geschrieben, der macht irgendwie gerade seine Bachelorarbeit und hört dann geschriebene Geschichte nebenher und andere, die nicht schlafen können oder zum Einschlafen das dann anhaben.
muss gerade relativ viel für die Uni lernen und konnte früher eigentlich nicht verstehen, wie man auf Twitch sein kann, weil ich dachte, oh, da ist es live, da verschwendet man ja nur seine Zeit, aber wenn man da irgendwas, wo man entweder nach dem Lernen zum Runterkommen oder dass man nicht die ganze Zeit nur rumschreibt und die ganze Zeit nur auswendig lernt, das ist so zum Nebenbei laufen lassen oder so ganz, ganz entspannt. Das ist tatsächlich so. Und der Live-Moment ist auch interessant, also was da für eine Interaktion da ist, hätte ich nicht gedacht. Also ich habe die letzten Jahre immer mal auf Twitch drauf geguckt und bin halt immer nur bei Gaming-Streamer gelandet und habe dann kurz reingeschaut und habe gedacht, naja gut, ja, ist jetzt nichts Besonderes. Aber jetzt, wo ich ein bisschen tiefer drin bin, ist es echt spannend, was da alles möglich ist. Und ja, gerade auch mit diesen Raiden und so, wie man sich da gegenseitig dann auch ein bisschen was geben kann und so. Und also ich bin fast fasziniert, was Twitch da für Möglichkeiten bietet. Aber es ist doch so relativ monoton. Mir ist das letztens wieder aufgefallen. Ich hatte abends gestreamt und ich streame ja nie sonderlich lange. Ich mache ja nur 2 Stunden oder so normalerweise. Ich meine, da gibt es ja Streamer, die sind einen halben Tag oder so online. Und dann wollte ich irgendwie in Raiden und da waren so fast 10 andere Leute online. Und alle reagieren entweder auf irgendwelche Walkies oder machen Gaming-Streams. Also ziemlich Ach monoton. so, Es gab monoton. Ein Streamer, der hat auf dem Vortrag von Rainer Mausfeld reagiert, den hatte ich dann geradet, aber die Themenwahl ist dann doch relativ einseitig. Also monoton, was die Inhalte angeht. Eben, und da habe ich wohl eine Lücke gefunden. Was viele mir auch immer wieder sagen, dass ich halt wirklich da eine Lücke habe. Weil es halt vor Gaming hauptsächlich, dann gibt es die Politthemen und nachts sind halt dann auch viele Frauenpopos unterwegs. Und so kulturell, geschichtlich gibt es auch ein paar. Also es gibt ja den Geschichtsfenster, der sich mit Mittelalter beschäftigt, oder die Marmeladenoma liest ja immer Märchen vor und so. Aber das ist alles relativ im kleinen Rahmen und da merke ich schon, dass da einige Leute richtig froh sind, wenn da ein bisschen mehr passiert. Geschichtsfenster wusste ich gar nicht, dass es den auf Twitch gibt. Ich kannte den nur von YouTube. Der streamt gleichzeitig bei Twitch und YouTube. Und nimmt dann, also der macht erst so ein bisschen eine Runde mit seinem Chat, wo er ein bisschen interagiert. Und dann nimmt er ganz konzentriert ein Video auf, was dann ein YouTube-Video wird. Ich glaube, du machst es auch so, gell? Und Nee, dann ist nee. fertig und dann interagiert er wieder. Ich stream nicht gleichzeitig bei Nee, aber Twitch. ich glaube, du schneidest dann deinen Hauptcontent aus dem jeweiligen Video raus für YouTube. Ja, ich lasse auf OBS die Aufnahme mitlaufen. Das geht relativ einfach. Dann hat man auch immer so halt die Sachen. Also wenn ich hier mit dem Chat rede, das lasse ich da nicht mitlaufen. Aber wenn ich jetzt mit dir rede beispielsweise, dann lasse ich das mitlaufen und lade das dann auf YouTube hoch. Das ist relativ wenig Aufwand und man hat halt eine andere Plattform, wo man nochmal genauso viele Menschen erreicht wie auf Twitch ungefähr oder sogar noch mehr. Genau, das ist ganz praktisch. Und es geht halt auch um die Inhalte. Man muss ja nicht das extrem hochwertig produzierte Video machen und da kann man relativ einfach dann seine Inhalte produzieren. Seine Videos. Ich habe gerade die Marmeladenoma hier gegoogelt, die hat 80.000 Leute, die ihr folgen. Kannst du die gar nicht? Ich wusste, dass es auf Twitch Leute gibt, die Märchen vorlesen. Naja, sie Ja. persönlich kannte ich nicht. Ja, die wurde vom. Also der Kronk, das ist so der größte Gaming-Streamer, der hat manchmal so Aktionen, dass der mit seiner Community irgendwelche kleinen Leute aufsucht und dann auf die hinweist und dann gehen alle in den Chat rein und da ist die explodiert, zuschauermäßig, weil die halt alle die so süß fanden, weil die ist ja jetzt über 90 inzwischen und mit ihren Enkelsohn zusammen macht sie das und da hat die einen ganz, ganz großen Zuschauerkern sich erarbeiten können in der Zeit. Naja, aber du hast ja gesagt, du arbeitest nebenbei noch was. Was machst du nebenbei noch? Ich habe viele Standbeine. Also ich bin eigentlich gelernter Kaufmann im Einzelhandel. Ich habe ja vorhin erzählt, dass ich alte Videokassetten digitalisiert habe. Da ich das dann konnte, habe ich dann auch einen Digitalisierungsservice in München damals begonnen anzubieten. Den habe ich immer noch jetzt. Ich bin jetzt inzwischen im Pforzheimer Raum und da läuft es halt ganz wenig nur noch. Aber ich habe das Angebot halt immer noch. Ich habe in München 10 Jahre lang Stadtführungen gemacht zu Drehorten. Deswegen diese Videos mit dem Paddy, wo ich dann die Leute an Drehorte von berühmten Filmen und Serien geführt habe. Das gibt's auch noch und das organisiere ich jetzt nur noch. Also ich habe jetzt zwei Minijobber und zwei Selbstständige und denen vermittle ich dann eben die Aufträge, die reinkommen und das funktioniert ganz gut. Da bin ich ganz froh, dass ich das weiterlaufen lassen kann, ohne dass ich jetzt selbst noch vor Ort bin.
Und ein großes Standbein ist aber eben, wie gesagt, der Handel mit historischen Handschriften. Ich habe noch eine Homeoffice-Teilzeit-Anstellung, wo da meine Versicherungen drüber laufen. Das mache ich auch noch 2-3 Abende die Woche. Deswegen kann ich dann oft erst ab Mitternacht. Die Abende, die frei sind, sind dann für die Familie eingeplant. Deswegen bin ich ein bisschen auf die Nacht verbannt im Moment. Und mal gucken, vielleicht wird alles noch größer, dann kann ich dann vielleicht auch mal abends öfter streamen. Also, was hast du denn eigentlich gelernt? Kaufmann im Einzelhandel. Stimmt, hast du vorhin schon gesagt. Genau. Wenn du gemerkt hast, du gesagt hast, du hast eine Ausbildung gemacht. Genau, ja, und wie gesagt, die Schulkarriere war katastrophal, weil, wie gesagt, was mich nicht interessiert hat, da habe ich immer dicht gemacht. Und dann habe ich Kaufmann im Einzelhandel gemacht und habe dann 2009 den Sprung in die Teilselbstständigkeit gewagt. Also, wie gesagt, seitdem habe ich auch diese Homeoffice-Tätigkeit schon. Ja, das ist mega interessant. Wie gesagt, ich hatte selbst gedacht, du wärst Historiker. Ja, denken viele. Und wie gesagt, deswegen, ich bin gar nicht so intellektuell, wie manche vielleicht zuerst denken könnten. Die ganzen Sachen, die du jetzt gelesen hast, wahrscheinlich schon. Ja, wie gesagt, ein bisschen Wissen habe ich und in viele Erfahrungen und Lebensgeschichten habe ich reinblicken können. Und das ist natürlich total, total spannend. Vor allem, weil man halt wirklich viel lernt auch über die Menschen so ein bisschen. Also man merkt natürlich richtig, dass die Menschen eigentlich immer gleich waren. Nur die Umstände sind halt anders. Also die ticken immer gleich, haben ähnliche oder gleiche Wünsche. Und dafür haben sich die Menschen in den letzten Jahrhunderten eigentlich nicht viel gewandelt. Hast du auch noch Briefe aus anderen Ländern als Deutschland? Ja, aber Deutsche in erster Linie. Also ich kann halt, mein Englisch ist ganz schlecht und Französisch und so kann ich gar nicht. Und was ich mir mal aufgehoben habe, weil ich habe eine relativ große Sammlung zum Deutsch-Französischen Krieg 1870-71, da habe ich ganz viele Tagebücher und ganz viele Briefe. Und da ist bei irgendeiner Sammlung waren dann auch mal 5 Briefe von einem Franzosen dabei, von einem französischen Soldaten. Und da habe ich gedacht, das passt so gut in diese Sammlung. Die behalte ich jetzt auch auf jeden Fall, obwohl ich mich eigentlich auf deutsche Handschriften konzentriert habe. Aber trotzdem habe ich weltweites Material, weil die Deutschen ja auch weltweit unterwegs waren. Also ich habe auch Hungerbriefe von Russlanddeutschen aus der Wolgadeutschen Republik aus den frühen 30er Jahren. Da sind ja die Leute reihenweise verhungert, weil die Kommunisten ja die Bauern, glaube ich, enteignet haben, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Das hat am meisten die Ukrainer getroffen, aber auch viele Russen und eben die... Relativ zur Bevölkerung tatsächlich. Kasaken weiß jetzt. Also die Wolgadeutschen, die sind da ja so ziemlich bitter. Also die werden Okay, ja, dann hat es die auch erwischt, ja, genau, weil da sind die Leute ja wirklich auf der Straße verhungert und liegen geblieben. Und bei diesen Hungerbriefen, das waren halt Russlanddeutsche und die haben halt dann zu irgendeinem Verein nach Deutschland oder ins Deutsche Reich damals immer geschrieben und haben darum gebeten, dass die Hilfspakete kriegen, die dann leer teilweise ankamen, weil die halt dann schon ausgeplündert waren. Und dann beschreiben sie halt, wie in dem Dorf halt teilweise die toten Großeltern einfach in den Keller geschmissen wurden, weil die keine Kraft mehr hatten, irgendwie eine Beerdigung zu machen und so Geschichten. Also ganz, ganz schlimme Schilderung. Und es geht halt, wie gesagt, weltweit. Ich habe viele Briefe von deutschen Auswanderern aus der USA, was ich total spannend finde, gerade 19. Jahrhundert und so. Oder auch Reisetagebücher 1850er Jahre von einer Frau, die dann in Brasilien war und auch Sklaven beobachtet hat und schreibt, was sie da sieht und so. Also ganz, ganz interessant. Kolonialzeit. Die haben ein Tagebuch von einem Deutschen aus einer deutschen Kolonie, das war im Papiermüll gelegen. Das hat jemand aus dem Papiermüll rausgefischt. Wo ich mir denke, wie viel muss täglich verschwinden von solchen Dingen, weil die Leute einfach unachtsam sind oder sich nicht für interessieren oder es einfach nicht lesen können, weil es ist ja die alte Schrift. Diese alte Schrift eigentlich so viel anders als das, was wir heute schreiben? So viel anders nicht. Also man kann sich recht schnell reinfinden, aber man muss halt Interesse dran haben. Und wenn man erstmal drauf guckt, erkennt man natürlich dann so gut wie nichts, wenn man es nicht kennt, aber in einem halben Tag hat man... Ist doch das kleine S, was so riesengroß aussieht da. Was nach unten geht, meinst du, gell? Ja, ja, ja. Genau. Eben, und das S ist was Besonderes, weil es 3 verschiedene S-Varianten gibt. Also das große S, das kleine S. Und ein Rund-S heißt es. Am Ende eines Satzes oder einer Silbe wird es geschrieben wie eine 6 so ungefähr. Schaut ähnlich aus wie eine 6. Und die alte Schrift wurde, das erwähne ich ja auch immer im Stream, weil manche kommen hier rein, sehen so unten Frakturschrift in meiner Laufleiste und die alten Handschriften, ich mit kurzen Haaren. Und da muss ich immer darauf hinweisen, dass die alte deutsche Schrift von den Nazis verboten wurde. Was viele gar nicht auf dem Schirm haben. Die über Jahrhunderte wurde die hierzulande geschrieben. Und die Nazis haben es verboten und dummerweise wurde es nach dem Krieg dann einfach so beibehalten. Und jetzt ist das kulturell total in den Hintergrund geraten.
War vor dem Krieg wurde. Warte, wann wurde denn die alte deutsche Schrift durch das, was wir heute haben, ersetzt? 41 oder 42 von den Nazis. Also der offizielle Grund war, dass es jüdischen Ursprungs ist, was, soweit ich weiß, nicht stimmt. Das haben die nur den Leuten so verklickert. Und der eigentliche Grund war wohl, die wollten den Krieg natürlich gewinnen. Und dann war das Ziel, eine europäische Vorherrschaft zu haben und einen weltweiten kulturellen Einfluss. Und dann sollte es einfacher sein, diesen Einfluss zu verankern, indem man eben die Schrift benutzt, die auch im englischen, französischen Sprachraum vorhanden ist. Und dann fällt es auch den Leuten einfacher, dann Deutsch zu lesen, schreiben und zu verstehen. Und Hitler selbst hat in irgendwelchen Tischgesprächen wohl auch gesagt, dass ihm die deutsche Schrift nicht gefällt. Die ist so zu barock und die lateinische Schrift erinnert viel mehr an Runen. Und ja, und dann für seine neue Zeit oder was weiß ich, wollte er dann lieber die lateinische Schrift haben. Haben diese zwei Schriften nebeneinander dann existiert in Deutschland, bevor das verboten wurde? Ja, es gab auch ab und zu gedruckte Bücher, wo lateinische Schrift verwendet wurde und auch viele, nicht viele, aber schon auch immer mal wieder Leute haben auch lateinisch in Deutsch trotzdem geschrieben, also deutsche Sprache, lateinische Schrift, so wie wir es heute auch machen. Ich habe witzigerweise ein Tagebuch jetzt erst vor ein, zwei Wochen gelesen, wo ein Mädchen die deutsche Schrift schreibt und mitten im Satz schreibt sie, ja, die deutsche Schrift finde ich eh so hässlich, ich schreibe jetzt in Latein weiter. Und dann hat sie dann mitten im Satz die Schriftart gewechselt. Und das haben oft in der Zeit Leute gemacht, die vielleicht auch, also nicht vielleicht, sondern die auch ein bisschen intellektuell wägen wollten, weil die Latein geschrieben haben, die haben sich oft dann auch mit englischer und französischer Sprache beschäftigt, weil da war eben die lateinische Schrift ja auch vorhanden. Oder auch Latein an sich natürlich. Deswegen frage ich, ob das vorher schon so halb verdrängt war und dann nur noch endgültig Ne, verboten wurde. verdrängt nicht, verdrängt nicht. Also bis Anfang 40er Jahre, 95 bis 97% der Handschriften in Deutschland sind in der deutschen Handschrift geschrieben. Es gab ja Sütterlin dann, die hat sich in den 20er Jahren nicht durchgesetzt, aber war sehr verbreitet, weil die ja in der Schule gelehrt wurde. Sütterlin ist eine vereinfachte Form der deutschen Handschrift, die man in der Schule eingesetzt hat, um den Kindern das Lernen der Schrift zu vereinfachen. Und das war, glaube ich, auch, hat auch was mit dem Schreibwerkzeug zu tun, weil das halt jetzt, also das rührte aus einer Zeit, wo man noch mit Gänsefedern geschrieben hat und mit den neuen Schreibwerkzeugen war es dann mit Sütterlin einfacher, das alles zu lernen und zu schreiben. Und da gab es eine richtig bunte Schriftkultur in Deutschland, 20er und auch 30er Jahre noch, wo alle möglichen Schriftarten verwendet wurden. Und wenn man da alte Bücher, alte Buchcover sich anguckt, das ist richtig, richtig schön und kunstvoll. Und das ist dann alles plattgedrückt worden, Anfang der 40er Jahre. Und wie gesagt, man hat es dann einfach so beibehalten. Es gab wohl noch Schulen, die dann in den späten 40er Jahren und in den 50er Jahren die deutsche Schrift noch ein bisschen den Kindern gelehrt haben. Aber es war wohl dann auch nicht mehr auf den Lehrplänen gestanden, sodass es dann irgendwann komplett weg war, das Thema. Auch so Reklamedrucke findet man noch aus den 50er Jahren, wo mal noch die deutsche Schrift zu sehen ist. Aber das ist dann irgendwann komplett verschwunden. Dass man Sprache so einfach politisch vorschreiben kann. Ja, also in dem Fall Schrift. Ja, meine ich ja, Ja, also ist ja das Gleiche, ist ja. ja, und nun vor allem die deutsche Schrift ist ja gar nicht so schwer. Also wenn man da ein Chinese ist, dann muss man ja viel, viel mehr leisten, um diese ganzen Schriftzeichen kennenzulernen und schreiben zu können. Aber die deutsche Schrift sind ja nur ein paar einzelne Buchstaben, die ein bisschen variieren von dem, was wir auch heute nutzen. Und ich finde es halt spannend, ich sag's auch immer in meinen Streams, wenn ich halt dann Texte lese, die lateinisch geschrieben sind, da tue ich mir oft schwerer, die flüssig zu lesen als die deutsche Schrift, weil die deutsche Schrift, wenn die sauber geschrieben ist und man die Schrift beherrscht, ist die flüssiger zu lesen als die lateinische Schrift, weil die Buchstaben viel mehr nach oben und unten ausschlagen und man liest ja nicht mehr jeden Buchstaben einzeln, sondern macht ja ein Wortgedächtnis. Und durch die Buchstaben, so wie die halt genutzt werden, also in der lateinischen Schrift ist viel mehr alles in einer Reihe. Und da muss man ein bisschen genauer hingucken, um dann die Wörter zu erkennen oder zu verstehen, was da steht. Und bei der deutschen Schrift ist es so schön mit den Ausschlagungen, dass man wunderbar darüber hinweglesen kann und das sehr gut versteht und flüssiger, finde ich, lesen kann als die lateinische Schrift. Und ganz peinlich ist es, wenn ich ganz flüssig so einen deutschen Handschrifttext vorlese, dann gehe ich in den Chat und dann verhaspel ich mich tausendmal. Passiert öfter mal. Ja, aber schade, dass das verloren gegangen ist. Ja, ich habe Leute im Chat, ich lese einen lateinischen Text vor, ganz sauber geschrieben, also die Schrift, die wir heute benutzen.
Und dann steht in meinem Chat, schreibt jemand, ey Digga, wie kannst du das so flüssig lesen? Wo ich mir denke, ey, das ist das, was du in der Schule auch gelernt hast. Das musst du ja auch eigentlich lesen können. Und das geht halt verloren. Das ist halt krass, weil die Leute ja immer mehr... Die ganz normale, ja, die geht auch verloren. Weil was nicht, in Hamburg vor ein paar Jahren hieß es doch, dass man in der Grundschule auch die Schreibschrift abschaffen wollte. Ich weiß gar nicht, ob die es jetzt wirklich gemacht haben oder ob es Gegenwehr gab. Vollkommen... um das zu machen, meiner Meinung nach. Aber das braucht man schon, also gar nicht mehr. Der Großteil in der weiterführenden Schule, der schreibt gar nicht Schreibschrift. Ja, ja, eben, es geht ja immer mehr Richtung Tablets und so. Nee, nicht und, Tablets, Druckschrift. Also wenn Druckschrift, ja klar. Aber auch im Unterricht wird ja auch immer mehr mit Tablets und Bildschirmen und so weiter gearbeitet. Und ich bin da kein Experte, aber gibt da einige Hirnforscher, die sagen, dass es alles andere als gut ist, weil ja der Mensch, der ist ja über Jahrtausende entstanden mit Haptik. Also alles, was, man sagt ja auch, man begreift etwas. Also alles, was wir tun und so, erleben wir ja in gewisser Weise. Und wenn wir was schreiben und so, ist es eine ganz andere Variante des Erfassens, als wenn man da irgendwie über den Bildschirm wischt und so. Und da bin ich auch kritisch, was das angeht. Aber ich bin da nicht der Experte, deswegen kann ich da final nichts sagen. Also manche können es wahrscheinlich genauso gut lernen, wenn sie auf den Bildschirm gucken, und manche müssen es sich aufschreiben. Ja, aber gerade Entwicklungsphase bei Kindern ist das, glaube ich, nicht ohne alles. Ja, aber das finde ich gar nicht mal das größte Problem. Einfach wenn man digitale Geräte hat, dann beschäftigt sich die Hälfte der Klasse mit was anderem. Spielt Karten. Oder ach so, so meinst du. Filmern, ja. Es ist jetzt tatsächlich viel simpler. Also wenn du die Möglichkeit hast, dich nicht mit Unterricht zu beschäftigen und der Lehrer merkt es nicht, dann beschäftigst du dich nicht mit Unterricht. Ja, klar, genau. Und weil ich habe, also ich hab zwei Töchter, die sind in der Grundschule und die haben zum Glück Lehrer, die das auch recht bodenständig betrachten und auch darauf achten, dass die noch klassisch alles versuchen, den Kindern beizubringen. Deswegen in der Grundschule, da sollte sowas ganz verboten sein. Da hatte ich, also ich hatte da noch nicht mal ein digitales Gerät, auch nicht privat. Also. Ja. Ja, aber die haben jetzt, also ich kenne einen, der ist Lehrer, der ist aber so 5., 6., 7. Klasse, glaube ich. Und da haben sie die Tafeln in München komplett abgeschafft. Das ist alles über Bildschirm jetzt vorne. Und ich glaube, die Schüler haben da jetzt... Bitte? In der Grundschule? Ne, 5., 6., 7. ist das, glaube ich, so. Und meine Kinder haben selbst noch alles recht klassisch, aber hinter der Tafel ist halt ein großer Bildschirm angebracht. Und ich habe jetzt im Chat noch, als ich offline war, ein bisschen geguckt, da hat jemand geschrieben, ich glaube, bei mir war es oder bei dir, in Hamburg, die Kinder in der Grundschule, die haben dann tatsächlich keine richtige Schreibschrift mehr gelernt. Okay, das ist nicht gut. Also wir hatten es ja gerade, also dass die deutsche Schrift damals so sich einfach so leicht abschaffen ließ, dass man sie den Kindern nicht mehr beigebracht hat, das ist, also das war mir so auch nicht klar, dass das einfach verboten wurde und dann wurde das umgesetzt und dann war die weg, wo die vorher alle benutzt haben. Genau, und das ging halt in wenigen Jahren war das so. Natürlich gab es natürlich eine ältere Generation, die das dann noch bis in die 70er, 80er Jahre im privaten Umfeld, wenn die anderen alten Leuten geschrieben haben, dann haben sie auch die alte Schrift verwendet. Aber ich habe witzigerweise in meinem Chat ganz oft User, die schreiben, ja, so hat meine Oma noch geschrieben oder so hat es mir meine Oma noch beigebracht. Und das finde ich interessant, wie da manche, da ist das noch so, ja, ja, ja. Aber wie manche Ältere wohl tatsächlich bestrebt waren, die Schrift zumindest den Enkelkindern nochmal beizubringen oder zu zeigen. Und das habe ich jetzt in meinen Streams ganz oft gesehen und gehört und das habe ich vorher noch nicht mitgekriegt. Also es gab es wohl öfter. Ja, ist auch krass, wie leicht man das abschaffen kann. Ich meine, wie viele andere deutsche Eigenheiten noch in der Vergangenheit verloren gegangen sind. Ich meine, früher konnten fast alle Plattdeutsch sprechen. Da war das allerdings verpönt. Man wollte, dass die Leute Hochdeutsch sprechen. Und heute, wo keiner mehr Platt sprechen kann, heute sagen sie alle, ja, das müssen wir jetzt wiederbeleben. Wir müssen jetzt wieder Platt lernen. Ja, ja, genau. Und das ist dann wieder so die künstliche Sache, weil eine Sache ist über Jahrhunderte oder über Jahrtausende natürlich entstanden und dann wird es so verdrängt, dann versucht man es künstlich auch wieder aufzubringen. Aber bei den Dialekten, also ich habe ja vorhin erzählt, ich habe Drehortführungen gemacht und es gibt jetzt eine neue Pumuckl-Serie und die ist viel bayerischer vom Dialekt her als die originale Serie aus den 80er Jahren. Das finde ich faszinierend. Und mein Neffe ist im Münchner Raum Schüler und er hat in der Grundschule Dialekte bei oder Dialektworte beigebracht bekommen in irgendeinem Unterrichtsfach und sowas. Ich habe Kontakt zu den Enkelkindern von Gustl Beierhammer, der damals ja der Meister Eder war in den 80er Jahren und die haben gemeint, ihr eigener Großvater
der ja der bayerische Volksschauspieler war, der hat geguckt, dass die Kinder Hochdeutsch lernen, weil es in den 80er Jahren immer hieß, ja, mit Dialekt kommt man nicht weit im Berufsleben. Ja. Und heute wird es wieder lockerer. Und das finde ich ganz angenehm. Aber bei der Schrift war es eben... In Bayern, da ist das ja noch relativ weit verbreitet. Also hier in Norddeutschland, hier kann fast keiner mehr Platt sprechen. Jedenfalls nicht aus der Region, wo ich herkomme. Also da ist das wirklich... Da sprechen alle Hochdeutsch. Das wusste ich jetzt nicht. Ja. Also es gibt halt immer noch Leute, die das können, aber es ist in der Bevölkerung nicht weit verbreitet. Ja, aber wird immer weniger. Aber ich habe auch oft den Eindruck, dort, wo es besonders wenig wird, gibt es dann doch immer wieder Leute, die sich dann dafür engagieren und sich einsetzen, dass es dann doch erhalten bleibt. Also auch im Elsass oder so. Ich habe ja vorhin erzählt, ich habe viel aus dem Deutsch-Französischen Krieg. Und die sind ja von der Historie her sprachtechnisch deutsch. Und haben sich aber auch 1871 Frankreich zugehörig gefühlt. Und seitdem ist ja die deutsche Sprache in Elsass, Lothringen sehr rückläufig. Aber weil es halt ein Kulturgut ist, gibt es immer wieder Vereine, Menschen, die versuchen, das dann aufrechtzuerhalten und auch weiterzugeben. Und es ist halt jetzt nicht so im Alltag drin, aber zumindest wird es bewahrt in gewisser Weise. Aber es ist ja auch viel schon kaputt gegangen in der Menschheitsgeschichte. Jeder Stamm irgendwo im Urwald hatte ja seine eigene Sprache. Auch durch die Vertreibung der Leute, der Deutschen aus Osteuropa, da ist ja auch ganz viel Dialekt verloren gegangen, was man heute höchstens noch auf Tonband hat oder so oder als Audioaufnahme, weil es halt aktiv keiner mehr in der Form benutzt. Und die heute in der Gegend sind und einen Dialekt sprechen oder Akzent, ist es halt nicht mehr so, wie es damals war. Und bei der Schrift, ich weiß nicht, ob die nach Kriegsende überlegt haben, ob sie die alte Schrift wieder einführen oder so, ob es da Überlegungen überhaupt gab. Man hat es einfach weitergeführt. Vielleicht gab es da Diskussionen, müsste ich mal gucken, ob es da irgendwelche Quellen dafür gibt. Deutschland war dann ja größtenteils von Westmächten besetzt und die wollten... Das wird der Grund sein. Zur besseren Integration dann halt auch ihre Art zu schreiben da. Also es könnte ja auch gewesen sein, dass die Nazis das schon eingeführt hatten. Genau, und es gab ja die Zensur und in den späten 40er Jahren, wenn die innerhalb der Zonen Briefe geschrieben haben, mussten die auch in lateinischer Druckschrift schreiben, damit die Zensur die auch lesen kann. Das wird wohl auch mit eine Rolle spielen. Ja, haben wir es ja schon. Also man hat ja auch innerhalb der Sowjetunion Ähnliches gemacht. Also beispielsweise Moldawische ist ja eigentlich Rumänisch. Und da hat man das aber dann in kyrillischen Buchstaben schreiben lassen, damit das dem Russischen ähnlicher sieht. Also, dass man Sprachen so anpasst, wie das halt der aktuellen Grenzverlauf am dienlichsten ist, wie man halt die Region am besten integrieren kann, das ist ja was Normales in der Menschheitsgeschichte. Deswegen finde ich das so erstaunlich, dass die Sachen immer dann, wenn sie zu so einer Skurrilität geworden sind, dass die dann wiederkommen irgendwie. Ja, spannend. Also interessant und vor allem, ich habe ja vorhin von diesen wolgadeutschen Hungerbriefen erzählt und auch Auswandererbriefe USA. Und da hatte ich mal auch einen Wissenschaftler da von einer Uni, der ein bisschen in meiner Sammlung sich durchgeguckt hat. Und der hat auch gemeint, dass diese Briefe von Leuten, die sonst nicht geschrieben haben, die aber gezwungen waren zu schreiben, besonders interessant sind aus sprachhistorischer Hinsicht, weil die dann so geschrieben haben, wie sie gesprochen haben, so in der Art. Also man kann dann aus einer Zeit, wo es keine Audioaufnahmen mehr gibt, anhand dieser Texte am authentischsten noch nachvollziehen, wie die Leute ungefähr gesprochen haben. Und das ist auch ganz, ganz witzig. Gerade diese Auswandererbriefe, die haben halt überhaupt keine deutsche Rechtschreibung, weil die halt wirklich im Wortlaut geschrieben haben. Also jetzt dann mit IETZ oder so. Also gut, das ist jetzt kein Dialekt, aber da haben sie halt einfach geschrieben, wie sie halt gedacht haben, dass es dann schon passt, weil die Rechtschreibung überhaupt nicht beherrscht haben. Russisch gelernt dann? Ja, oder weiß ich gar nicht. Wolgadeutsche Republik weiß ich gar nicht, wie das da schulisch dann war, aber wahrscheinlich auch. Aber die Republik war ja eine deutsche Republik sozusagen in der Sowjetunion. Ja, die hat ja erst 10 Jahre existiert. Also genau, und dann durch den Zweiten Weltkrieg. Genau, durch den Zweiten Weltkrieg wurden die ja alle deportiert dann. Im russischen Zahnrecht, da hat man ja überall versucht, die russische Sprache durchzusetzen. Also das hat ja jeder Nationalstaat in Europa gemacht. Versucht, die regionalen Sprachen zu verdrängen und seine nationale Sprache durchzusetzen. Genau, aber dadurch, dass sie ja wirklich dann auch Wolga Deutsche Republik hieß, haben die ja sicher dann auch ihre deutsche Sprache und Kultur bewahren können. In der Zeit noch, also bevor es dann richtig hart wurde mit dem Kommunismus.
Und spätestens im Zweiten Weltkrieg war ja dann Feierabend. Und ich habe halt auch deutsche Briefe aus dem US-Bürgerkrieg von Deutschen, die halt schon in den USA geboren waren. Und aber halt dann dieses Pennsylvania-Deutsch dann geschrieben haben. Das ist auch ganz, ganz witzig, was man da so alles entdeckt. Ist das heute noch? Gibt's auch noch, ja. Aber das ist halt auch so ein Ding, was halt wirklich aus kultureller Hinsicht dann bewahrt wird von den Leuten. Die, die es wirklich im Alltag noch sprechen, sind ja, glaube ich, die Amish in erster Linie. Die Amish kennst du, oder? Ja, die Amish kenne ich. Genau. Und die haben es ja wirklich im Alltag drin und auch in ihren Gebeten und ihre Kirchenvorträge halten sie auf Deutsch. Und da wird dieser deutsche Dialekt bis heute noch aktiv verwendet. Und dann bei anderen ist es, glaube ich, mehr so im Vereinsleben und so. Oder so alte Männer oder alte Leute, die dann sich am Stammtisch treffen und sagen, wir reden jetzt noch so, wie wir es früher gelernt haben. Deswegen, also, ist auch interessant, also wie das Deutsche oder das Spanische aus vielen Regionen in den USA verschwunden ist, aber in Kanada das Französische nicht. Weil es wahrscheinlich in Kanada staatlich auch verankert ist. Ja, das war ja auch am 18. Jahrhundert eine britische Kolonie. Also wenn die Briten das politisch also wenn die das politisch irgendwie verboten hätten, dann hätten die das auch hinbekommen, dass da auch nur Englisch gesprochen wird. Aber das haben sie anscheinend nicht gewollt, aus irgendeinem Grund. Also deswegen ist ja interessant, oder ja, deswegen ist ja interessant, dass das Deutsche und das Spanische, ich meine, weite Teile der USA, also Deutschland hatte da ja keine Kolonien, sondern wurde von Deutschen besiedelt, aber Spanien hatte da ja riesige Kolonien und einzelne Flecken waren da auch von Spaniern besiedelt. Aber das ist, also wird da auch noch gesprochen, aber auch das ist absolute Marginalie. Genau. Bei den Deutschen waren es nur die Auswanderer an sich. Also Deutsche und Iren sind, glaube ich, die meisten vom Hintergrund her. Und was ich ja auch krass finde, das habe ich auch erst vor einem Jahr oder so gelesen, dass ja der ganze mittlere Teil der USA war ja französisches Kolonialgebiet und es hat Napoleon verkauft, weil er da drüben halt nichts zu tun hatte und die Kohle konnte er gebrauchen für seine europäischen Machenschaften. Und so war es dann erst möglich, dass die USA so schnell so wachsen konnte. War, glaube ich, nicht groß besiedelt oder so. Nee, das war relativ, also das war ja in der Zeit dann erst, ging es dann Richtung Westen. Deswegen der Wilde Westen war ja so 1860er bis 1890 und der mittlere Teil ist ja dann erst Anfang 19. Jahrhundert so langsam. Und mit der Eisenbahn ging es halt richtig los. Das war ja auch 1830er, 40er, 50er dann. Ja, denn also die Spanier, die haben, wie gesagt, nur kleine Flecken besiedelt gehabt, aber es waren ja schon einzelne, also waren ja schon einzelne Siedlungen und trotzdem ist das Spanische, dann nachdem die USA dieses Gebiet dann militärisch erobert hatten, also war Mexiko ja schon von Spanien unabhängig, relativ schnell marginalisiert worden, weil da so viele englische Einwanderer kamen, wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Ich weiß, es gibt ja die Legende, dass hier Deutsch kurz davor war, Landessprache zu werden. Und das ist ja nun eine Legende. Das war irgend so eine regionale Geschichte, was man irgendwie auf ganz USA ausweitet, weil ja USA ja keine festgesetzte Sprache hat sozusagen. Das Englische hat sich ja naturmäßig etabliert als Sprache dort. Benjamin Franklin hat sich ja beschwert, dass die Deutschen zu Hause nur Deutsch sprechen würden und sich nicht gut integrieren würden. Kennt man irgendwo, ja. Yes. Und vor allem, ich habe jetzt vor ein paar Tagen erst Auswandererbriefe aus Chicago gelesen und da war es auch ganz interessant, weil die halt genau in diesen Briefen auch beschrieben haben, wie sie zu Hause Deutsch sprechen, aber Hochdeutsch, weil die halt teilweise mit Deutschen aus anderen Regionen verheiratet sind und dann haben sie sich halt auf Hochdeutsch schon geeinigt und in der Arbeit wird halt Englisch gesprochen. Und das ist auch ein gutes Beispiel, da kann man gut ein bisschen in die Zeit sich reindenken. Ja, und dann werden ihren Kindern wahrscheinlich auch eher Englisch beigebracht haben und in der Zeit wird sich das dann verloren haben, größtenteils. Genau, ja. Es ist auch logisch, wie gesagt, wenn in der Arbeitswelt nur Englisch gesprochen wird, darauf kommt es ja an am Ende. Und eher die Einfachen, die dann eben ihren eigenen Bauernhof hatten oder so, die sind halt dann weiterhin bei Deutsch vielleicht geblieben. Und da merke ich halt auch schon, wenn die Leute da 10, 20 Jahre in Amerika waren, wie halt immer mehr englische Worte in die deutsche Texte, die sie nach Deutschland geschickt haben, eingeflossen sind. Weil die hatten ja nicht viele Möglichkeiten. Also wenn die nicht unter sich Deutsch gesprochen haben, hatten sie vielleicht noch deutsche Bücher gehabt und deutsche Lieder. Aber sonst waren sie ja voll im englischen Sprachraum dann drin sozusagen. Und heutzutage als Auswanderer kann man den ganzen Tag deutsches Twitch gucken oder YouTube gucken oder deutsche Filme. Und da hat man ganz andere Möglichkeiten, die Sprache zu bewahren, als es noch vor 150 Jahren der Fall war. Ja, oder halt auf eine andere Sprache umzuswitchen. Genau.
Und auch heutzutage reisen viele mit deutschen Wurzeln dann zweimal im Jahr wieder nach Europa und besuchen die Verwandten. Damals, Ja, das da bei uns hieß immer es, nicht. ja eben, wir haben uns jetzt schon seit 20 Jahren nicht mehr gesehen, so nach dem Motto, und vielleicht schaffen wir es irgendwann in unserem Leben, uns nochmal zu treffen. Aber so eine Überfahrt, das war ja auch mit Krankheiten verbunden und was weiß ich. Also es war ja alles ein Abenteuer in der Zeit noch. Der Dampfschifffahrt gab es ja auch erst massenverfügbar ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht genau wann, aber Relativ ich spät. Also zuerst wird sowas ja beim Militär und so eingesetzt und dass dann ja. das massenverfügbar für die Zivilbevölkerung ist, das ist ja dann immer noch mit ein paar Jahrzehnten Verzögerung. Ja, weil das habe ich mit dem Paddy, das gibt es glaube ich auch als Video irgendwo, einen Brief vorgelesen, 1850er Jahre, deutscher Auswanderer, der halt dann 80% des Briefinhaltes nur über die Überfahrt berichtet, wie halt dann auch die Kinder wegsterben und so. Also ist schon hart, also ist schon hart. Aber nicht nur das war ja auch im Alltag Kindersterblichkeit und so. Also so Dinge, die heute selbstverständlich sind, dass medizinisch und so, wie wir ausgestattet sind. Und also ich möchte keine harten Zahnschmerzen vor 200 Jahren gehabt haben. Oder auch Sind ja 200 Jahre, brauchst einfach nur 5000 Kilometer weiter südlich gehen, dann ja, hast du die oder so, Probleme ja auch heute noch. ja. Und das ist schon hart. Ich hab ein Tagebuch, wo ein Soldat 3 Tage nach der Völkerschlacht bei Leipzig übers Schlachtfeld reitet, weil er nach Leipzig reinreiten muss, und beschreibt, wie 3 Tage danach die Leute immer noch da rumlagen, mit halbem Kopf und Beine ab und vor Schmerz schreiend und so, weil die einfach nicht versorgt wurden. Weil es halt solche Massen waren, und Rotes Kreuz gab es da noch nicht, oder ist dann erst, ich glaube, 70, 71 so richtig aufgekommen, oder 1866 im Deutschen Krieg. Und da kann man sich mal so ein bisschen ein Bild machen, wie es halt teilweise damals noch abging. Also schon, ist schon übel. Und auch Kindersterblichkeit. Ich habe es in meiner eigenen Familienchroniken. Urgroßvater von mir, das waren 8 Kinder, und er war der Einzige, der überlebt hat, die kleine Kindzeit. Also ist schon hart. Und da kann man halt so ein bisschen was erfahren und auch Dinge, die heute selbstverständlich sind, erst nochmal neu schätzen lernen. Ja, das war interessant, würde ich sagen. Jo, freut mich, Du, wenn. wir haben Ich jetzt zwei bedanke mich Stunden für dein geredet. Interesse. Was? 2 Stunden haben wir geredet, echt? Obwohl mit den 1,5 Stunden werden Mit wir den ja eh nicht Pausen, genug ja. unterbrechen. Ja, krass. Ja, die Zeit verfliegt immer so in solchen Gesprächen. Ja. Hast die 1000 schon voll? Ja, nee, jetzt sind es wieder Echt? 999. Einer hat mich Oh, deabonniert. mach bei mir nochmal ein Shoutout, Leute, dass wir die 1000 noch voll kriegen. Dann kann ich wenigstens sagen, das war im Rahmen unseres Gespräches, haben wir beim Agitator die 1000 voll gekriegt. Das wäre doch ganz Ja, cool. danke. Nee, dann bedanke ich mich fürs Interesse. Weiterhin viel Erfolg, und ich schaue immer mal gerne wieder rein. Jo, dir auch, dir auch. Und bei mir geht es jetzt mit normalem Programm weiter. Du machst dann Feierabend gleich? Ich lade noch schnell die YouTube-Videos hoch. Also mit dem Stream mache ich Feierabend, aber ich lade noch die Aufnahme hoch, die Okay. ich heute erstellt habe, und dann Sehr gehe ich cool. ins Bett. Und was ist dein Streamer-Ziel noch? Also du machst jetzt einfach so weiter. Ich habe kein Ziel. Also ich möchte. Du ziehst dein Ding durch. Ja. Und dann mal gucken, wo es hinführt. Ich habe halt, ja, ich Bis du wissen der neue ja, wissen, Bundeskanzler wirst. nein, nein, nein. Also wissen ja einige, dass ich mich hauptsächlich mit Politik beschäftige und das BSE unterstütze. Also Mitglied bin ich noch nicht, da die Mitgliedsanträge dort sehr langsam arbeiten, damit da nicht jeder Hinz und Kunst in die Partei reinkommt. Aber politisches Ziel wäre dann schon, dass die ins Europaparlament reinkommen, aber da habe ich ja so gut wie keinen Einfluss drauf. Also ich erreiche hier nicht mal 1000 Leute, sind immer noch 999. Aber Leute, Follow da lassen. Shoutout ist schon raus. nein, aber das, wie gesagt, da habe ich jetzt keinen großen Einfluss drauf, aber das würde ich gut finden, wenn die mit einem guten Ergebnis ins Europaparlament gehen, damit sich in diesem Land politisch etwas ändert. Ist jetzt kein Ziel von mir persönlich. Ja, schon, ist aber auch dein Ziel. Du bist dabei getreten, hast du ja, glaube ich, erzählt, gell? Ich habe einen Antrag gestellt, aber die bearbeiten den halt. Also die haben jetzt Okay. 6 Monate Zeit, Anträge zu bearbeiten. Okay. Aber die werden dich schon nicht ablehnen, oder? Ich habe hier auf YouTube, wenn man bestimmten Bubbles Glauben schenkt, Verschwörungstheorien verbreitet und Ah, sehr, okay. sehr problematischen Leuten geredet. Also ich weiß nicht, was du in Ja. deiner Vergangenheit so verbrochen hast, aber. Ja, jetzt hast du mit mir gesprochen. Jetzt ist Feierabend. Jetzt ist die Kontaktschuld voll am Dampfen.
Nee, mit Leuten wie ich und Erwin meine ich. Also. Naja, ich weiß schon, ich weiß schon. Ne, cool. Haben jetzt die 1000? Ist bei dir noch was reingekommen? Jetzt sind es 1000. Na, also. So, dann werde ich jetzt in die Geschichte eingehen, dass bei unserem gemeinsamen Gespräch die 1000 bei dir erreicht wurden. Super cool. Dann bedanke ich mich. Ja, sehr Schöne schön. Grüße an deinen Chat, an deine Community und ich werde mich jetzt auch mit meinen Leuten wieder beschäftigen. Ich habe jetzt überhaupt nicht in den Chat Jo. gucken können. Dankeschön. Man sieht sich. Ratet ihr jetzt alle zu dir rüber und ciao. Oh, cool. Vielen lieben Dank. Tschüss.